Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zum heutigen Sonntagsfolge, die erste. Ja, was machen wir heute? Wie gestern natürlich angekündigt, gehen wir straight in die Produktion rein. Ich muss gucken, wo verteilen wir unsere ganzen Lehrpaletten, wo fangen wir an von der Holzindustrie. Da kommen wir so ein bisschen, wir müssen die Tour ja ein bisschen planen. Wir kommen an der Brennerei zum Beispiel vorbei. Brennerei, sagen wir aber, Lehrpaletten sind noch 66.000 beim Korn und hier drüben beim Obstler. Haben wir auch noch 58.000 Leerpaletten, also eilt nicht. Nicht weiter erforderlich, würde ich behaupten. Sei man hätte zu wenig. Obstfarm haben wir, meine ich, letztens schon gesehen. Alles im grünen Bereich. Hier willst du die nicht mal langsam haben, die will er auch noch nicht haben. Glaube ich, überall alle Produktionszweige sich von hier. Leerpaletten und Karton. Alles da, hier wird einfach ohne Ende Obst produziert. Natürlich ganz langsam, weil wir in letzter Zeit in einer langsamen Spielgeschwindigkeit vorangekommen sind. Also wissen wir auch, Obst haben ist in Ordnung. Wir besuchen alles vor Ort. Ich weiß, es gibt so viele Tablets und sonstige Mods, aber ich gehe gerne nochmal oldschool vor Ort. So, da haben wir dann hier oben die Kutter am Hafen. So, hier wartet das große Geld auf uns. Die Krabbenfischer waren ja sowas von aktiv hier. Diesel ist noch ein bisschen da, aber auch gar nicht mehr so viel. Aber es reicht noch, dass sie noch mal ein paar Mal rausfahren. Ne? Also hier müssen wir mal schnell ein bisschen Scholle wegsammeln. Ja, sammeln wir auch hier. Und Krabben müssen wir auch wegsammeln. So. Dann haben wir nämlich jetzt hier wieder ein bisschen Platz. Für, dass die Produktion wieder starten kann, aber wir kommen dann auch hier auf jeden Fall vorbei, um unsere Krabben abzuholen. Die stehen ja auch schon ein bisschen länger hier in der Sonne. Ich weiß nicht so, ob das so förderlich ist. Aber auch hier, Leerpaletten, Leute, ist voll null Bedarf. Was machen wir mit den ganzen Leerpaletten? Und warum produzieren wir überhaupt so viele Leerpaletten? Wir gehen weiter. Zellstofffabrik. Haben wir in letzter Zeit gut geliefert. Wasser dürfte da sein, weil wir da den automatischen Heini fahren lassen haben. Ich glaube, alle Spawnplätze hier hinten überraschenderweise leer. Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, alles ist voll. Papier ist gut was da. Papier können wir aber direkt sonst drüben am Hafen verkaufen. Wollen ja ein bisschen Geld verdienen. Hier unsere Hackschnitzelhalle randvoll. Ich glaube also bei Zellstoff scheitert es aktuell an Paletten. Ja, eine Produktionsstätte ohne Paletten, dass wir das noch erleben dürfen. Machen wir uns also jetzt auf den Weg von Holzindustrie mit dem doppelten, vollgeladenen, noch nicht Richtung, weil wir erstmal unseren Series 7 wieder losschicken. Diesmal aber, warte mal, Abfahrer entlassen. Nehmen wir Gerste. Abfahrer einstellen, weiterfahren. Dann wird er jetzt ja sich was holen. Richtig funktioniert. Warte, kann ich das so wechseln? Ne, bin ich ganz woanders. Holz Industries. Da, nehmen wir den. Also, auf geht's. Ich weiß nicht genau, ob hinten tatsächlich solche Lücken sein müssen. Das will ich nochmal kurz mal testen. Hier müssen nicht solche Lücken sein, ne? Sieht besser aus jetzt. So, klappen wir noch einmal, das macht eh keinen Sinn. Also, eine Ladung Leerpaletten verteilen. Wie viel haben wir hier mit? 5, 10, 20, 7, 14, 48 Paletten fahren wir jetzt durch die Gegend, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe auf die Schnelle. Ja, wäre so schön mit dem Sonnenaufgang, mit der Textur, ne? Wenn sie da an der richtigen Stelle wäre. Schade eigentlich. Dann werden wir uns heute auf jeden Fall auch noch angucken, wie unser Mais jetzt steht, ne? Die schöne Maistextur. Aber das, glaube ich, machen wir erst in der zweiten Folge heute. Erstmal ist jetzt Leerpaletten angesagt. Leerpaletten verteilen angesagt. Und ja, Zellstofffabrik. Sorry. Steht als erstes auf dem Plan.
Danach geht es ein bisschen weiter. Wir werden schauen, dass wir vielleicht, braucht die Molkerei ja Papierpaletten und Leerpaletten. Würde sich anbieten, dass wir dann zum Beispiel Papierpaletten hier mitnehmen, nachdem wir eine Trailerladung bei der Zeltstofffabrik losgeworden sind. Ja, ist eine Möglichkeit, oder? Da hängt wieder eine Mauer da hinten. Ja. Macht irgendwie aktuell keinen Sinn mit dem, ich weiß nicht warum. Aber mit dem hier macht es auf jeden Fall Sinn. Schöne Ladung. Bretterpaletten. Ne, Leerpaletten. Leerpaletten aus Bretterpaletten. So, Zuckerfabrik da hinten hat auch ein bisschen Zucker produziert. Weil wir wollen ja auch ordentlich Kuchen und so produzieren. Und wir wollten, wie gesagt, auch verkaufen. Wir wollen jetzt mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Unsere Felder sind alle hier bestellt, wachsen schon für sich hin. Aber wir müssen die Zeit jetzt nutzen zum Paletten verkaufen. Viel Geld verdienen mit Paletten verkaufen. So, erste Ladung, well done. Ist erstmal ausreichend, würde ich behaupten. 100.000 ist voll. Er ist nicht ganz voll, aber reicht fürs Erste. Jetzt planen wir unsere weitere Tour. Mehlfabrik liegt als nächstes auf der Reise. Und da sehen wir nach den Vorteil unserer neuen Spawner. Die Produktion arbeitet noch. Die Schlachthaus. Auch immer so ein Thema bei uns. Vernachlässigt leider, aber es gibt noch wieder deutlich Wurst und es gibt deutlich Fleisch für uns, was wir wieder verkaufen können. Leerpaletten sind genug da und Kartonpaletten sind auch genug da. Also wenn immer erstmal was da ist, ne, dann braucht man sich da echt keine Sorgen mehr machen. Dann sind die Produktionen erstmal gut bedient. Am Anfang ist es erstmal schwierig, überall ein bisschen was hinzubringen. Das verstehe ich auch, das weiß ich auch. Aber wenn man das erstmal so hat, das sieht man hier, ist es gar nicht mehr ganz so schlimm. Ja, also auf jeden Fall Wurst und Fleisch verkaufen, Fisch und Krabben verkaufen. Das alleine spült schon mal definitiv, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, 1 Million in unsere Kasse. Kann auch sein, dass es sogar 1,5 oder 2 Millionen sind. Weil es ist viel Krabbe, es ist viel Fisch und es ist auch viel Fleisch und viel Wurst. So, Vegetarier, hier seid ihr falsch. Nix Veggie. So. Serious. Weiterfahren. Also eine Ladung Gerste machen. Ist dann aber auch, glaube ich, die letzte. Ja, ist eigentlich die letzte. Danach ist nicht mehr viel über. So, also das haben wir geplant. Wissen wir, was wir da zu tun haben. Die Bäckerei. Oh, nichts los. Nichts los, weil Leerpaletten, Leerpaletten, Leerpaletten. Daran scheitert es. Bei Brot. Daran scheitert es noch nicht bei Backwaren und daran scheitert es auch noch nicht bei Kuchen. Aber wir werden unsere Leerpaletten, die wir jetzt hier mit haben, denn dort für den Rest lassen. Nur die Molkerei. Ah, endlich wieder Geräusche in der Produktionshalle in der Molkerei. Und? Papier. Ja, macht Sinn. Nehmen wir mit. Wir sind ja eh bei Zellstoff. Nehmen wir Papier mit. Also, Motor an. Ja, Resterkältung ist echt immer noch nicht raus. Man merkt es jetzt gerade wieder so ein bisschen. Eine Ladung Papier für Molkerei. Dann nehmen wir natürlich die hier vom Spawner. Zum größten Teil. Vier Stück noch.
Also über, nee, nicht über, sondern erst zur Bäckerei. Dort werden wir jetzt unsere Leerpaletten abgeben. Wir könnten dann auch schon den Grundstock von der Produktion holen, da, ne? Also von der Molkerei, wenn wir eh gleich da sind. Würde ich fast behaupten, fahren wir danach wieder zurück und bringen hier schon mal Milch, Joghurt und sowas hin. Zumindest jeweils drei. So. Jetzt müssen wir mal gucken hinten, dass wir aufteilen, aber nicht alles auf einmal. Also laden wir auch einen Trailer ab, den können wir es ein bisschen besser steuern. So. Wie viel ist das gewesen? Oh, das waren schon viel. So, dann machen wir das gleiche. Vorsichtig anziehen, damit sie mir nicht vom Trailer rutschen. Ah, okay. Wieder auf Überladen. Überladen, Stopp. Abladen. So, schöner Trick. Man fährt einfach gegen die Wand, rutscht die Paletten schon irgendwie nach. Überlade. Funktion an. So, fahren wir hier noch hin. Da bringen wir erstmal den Rest rein. Überladen aus. Und abladen an. So, und dann kommen wir demnächst noch von der Holzverarbeitung. Wahrscheinlich auch nochmal mit einer weiteren Ladung. Eine weitere Ladung von allem. Jetzt geht's einmal rüber zur Molkerei mit ein bisschen zu viel Papier. Ja, dann können wir auch gleich noch den Rest Mehl hier holen, ne? Ist ja auch praktisch. Ich glaube, die zweite Folge heute Sonntag ist ein bisschen Verkaufen angesagt, weil unten Kartoffelindustrie, da ist eh nicht viel los, weil da unten haben wir keine Kartoffeln. Die müssten wir, glaube ich, erst zum Hof dahin fahren, um sie dann da ins Lager reinzukippen, um sie dann wiederum mit dem Radlader zum Beispiel reinzuschaufeln. Ja, da den Wartepunkt wieder erreicht, das ist dann auch in Ordnung. Da gibt es jetzt nichts mehr zu holen. So, Stopp. Stopp. Hier schön hinstellen. Guck mal, das meiste ist gleich weg. Das andere bleibt hier stehen, wird mit der Zeit. Wird sich mit der Zeit gegönnt. Da lohnt das hier tatsächlich schon nicht so richtig, ne? Joghurt ist nicht Joghurt, das Einzige, was wir nicht brauchen. Dann fahren wir ein bisschen näher, damit wir auch ein bisschen was mitkriegen. Wenn wir zumindest schon mal vier je Sorte haben, heißt ja auch schon mal, wir kriegen ein paar Paletten voll mit. Ein paar Paletten voll Kuchen und Backwaren. So, kann man hier mal die Tür hier aufmachen. Ein bisschen Frischluft reinlassen in die Halle. Ja, da fällt mir eigentlich den Planewagen gut nutzen können, ne? Aber ich habe den bisher nur im Multiplay. So ein bisschen schöner mit dem Kühlwagen. Als hier den mit offenen Trailern. Dafür ist der auf jeden Fall echt toll. So, was bringen wir jetzt? Holen wir noch Mehl. Ups.
und sollte nicht gleichzeitig alles drücken. So, aber hat funktioniert. Ich habe nämlich Überladen zwischendurch ausgeschaltet und schalte das jetzt im hinteren Trailer ein. Hoffe, dass wir hier einigermaßen Mehl abgefischt bekommen. So. Ja, warte, das geht so ja nicht. Das wird so nix. 2 Paletten haben wir immerhin schon ergattert. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal ganz geschickt. So gefühlvoll kann ich noch gar nicht Gas geben bei mir auf der Tastatur, dass man das hier, ich sehe nichts. Dass man das hier so geschmeidig in einem Rutsch hinkriegen würde. Immerhin. Wenn wir es jetzt beim anderen auch noch schaffen, wäre ich ja schon halbwegs zufrieden. So, also nochmal. Ein bisschen weiter in die Richtung. Das muss man mal ein bisschen langsam machen, ne? So, so wollte ich das. Jetzt wollen wir uns noch die vom Roggen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Mehl hier für die Bäckerei, für Brot und so weiter. Morgen, die zweite Folge gibt es heute noch, heute Sonntag. Welcher Glück. Gibt's Geld. Dann holen wir nämlich gleich Fisch, Krabben, Wurst und Fleisch und gucken, wo wir das Ganze gewinnbringend verkaufen können. So, erstmal sagen wir hier abladen, den hinteren. Auf Trailer, weil dann schnappen die sich schon das, was sie brauchen hier. Dann laden wir den hinteren nochmal. Machen wir jetzt auch. Hier ist voll mit Mehl. Nur beim Brot war nicht voll oder was. So, wollen wir mal gucken, ob wir es geschafft haben. Wir die erste Folge produktiv nennen können. Die Bäckerei hat von allem etwas. Es kann Brot geben, es kann Backwaren geben und es kann Kuchen geben. Sehr schön. Freue ich mich. Danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ein Like unterstützt ihr mich und dann freue ich mich, wenn ihr in der zweiten Folge wieder reinschaltet. Bis dann und tschüss.